Unser Aufstieg hat mit der Kabinenbahn von Seitz begonnen, mit welcher wir die ersten paar Höhenmeter bewältigt haben. Anschließend sind wir noch rund 2 Stunden zum 2500 Meter hohen Betz aufgestiegen, höchster Punkt vom Schlamm, unter anderem bekannt als Wahrzeichen von Südtirol. Von dort starten wir unsere 1500 Höhenmeter lange Abfahrt mit unseren Einrädern runter nach Fötz, einem kleinen Dorf am Fuße des Schlamms. Es ist das erste Mal, dass der Schlamm auf diese Weise bezwungen wird. Deshalb wissen wir noch nicht genau, was uns erwartet. Aber wir freuen uns auf die Herausforderung und hoffen das Beste.